Hallo, wir bei Dröp Berlin machen heute eine Umfrage zu Cannabis-Legalisierung. Viel Spaß dabei. Wenn du wählen könntest, was legal sein soll, wäre es Cannabis oder Bier? Sowohl als auch. Cannabis. Cannabis. Cannabis auf jeden Fall, ohne Frage. ohne überlegen zu müssen. I'm a beer person. But beer is legal already. Beides. Beides. Okay. Aber wenn Sie wählen könnten? Ja, Bier ist gefährlicher als Cannabis auf jeden Fall. Okay. I'll go for beer. Yeah. Beer? Yeah. Beer too. Okay. Ja, wahrscheinlich schon noch Bier, weil das für mich relevanter ist. Grundsätzlich muss man halt schauen, was gesellschaftlich irgendwie ein Stück weit akzeptiert ist, was auf einer gesundheitspolitischen Ebene Sinn machen würde. Eher Bier. Eher Bier. Ja. Ich glaube, die Leute machen mehr Scheiß auf Bier als auf Gras. Ja. Also würde ich mich dann wahrscheinlich fürs Gras entscheiden. Wenn Cannabis legal wäre, glaubst du, die Münchner Polizei wäre etwas entspannter? Ich glaube, man hätte viel mehr Zeit, um sich um die wichtigeren Dinge zu kümmern, als irgendwelche kleinen Kiffer auf der Straße aufzugabeln. Nee, ich kann mir schon vorstellen, die haben weniger zu tun dann. Kann ich schwer einschätzen, weil ich persönlich kein Cannabis konsumiere. Deswegen bin ich da nicht so tief drin, wie sehr die Polizei Cannabiskonsumenten verfolgt. Ich kann es mir durchaus vorstellen, weil was ich weiß, ist, dass das in Bayern schon sehr restriktiv ist, sehr stark verfolgt wird. Und natürlich grundsätzlich ein Argument, was für die Legalisierung von Cannabis spricht, ist ja auch, die Polizei und die Gerichte zu entlasten. Und was man weiß, dass jeglicher Anzeige bei der Polizei oder sonst irgendwas ein riesiger formaler Aufwand ist. Und allein aus der Perspektive würde das natürlich Sinn machen. Voll, ich denke mal schon. Das meiste, was die doch machen, ist hier rumlaufen und Leuten den Joint aus der Hand nehmen. Ich denke schon, so wie in Berlin oder in NRW, Würden die Bullen eigentlich gar nichts machen. Die waren schon schlimmer. Die waren schon mal schlimmer. Ich glaube, es wäre einfach weniger zu tun. Ich finde es schwierig, dass so Jugendliche irgendwie als kriminell gelten, wenn sie einmal einen Joint rauchen. Und ich erinnere mich, wir sind ja gerade an der Theresienwiese, dass ich mit 14 hier ins Zelt gekommen bin und rausgeschmissen wurde, weil ich zu wenig getrunken habe. Das ist sowas, wo ich mir dann denke, keine Ahnung. Ich denke mir, es muss ja nicht unbedingt ein Fest für oder mit Drogen sein. Das könnte auch einfach nur ein Fest sein, wo alle feiern und die Konsummittel eher im Hintergrund des Ganzen stehen. Das finde ich persönlich am besten. Ja, sie müssten ein bisschen entspannter sein. Und vielleicht würden der ein oder die andere Polizistin dann auch mal zugegebenermaßen kiffen. Und vielleicht überträgt sich das dann so ein bisschen auf das Arbeitsklima, weil ich glaube, dass nicht alle von denen noch nie gekifft haben. Und das wäre dann wahrscheinlich für die auch ein bisschen Druck, der wegfällt. So. Ja, und sie müssen natürlich dann ja auch entspannter sein, wenn es nicht mehr illegal ist. Dann haben sie ja keinen Grund mehr, sich da krass aufzuregen. Wenn es einen Volksentscheid gäbe und die Bayern sich für die Legalisierung von Cannabis entscheiden würden, denkst du, Herr Holleczek und Herr Söder würden ihre Meinung dazu ändern? Das interessiert ja. Nicht unbedingt, nee. Nein. Niemals. Das glaube ich tatsächlich nicht, weil ich den Eindruck habe, dass Herr Holleczek und Herr Söder relativ eingespannt in ihrer eigenen Agenda sind, was dieses ganze Thema der Cannabis-Legalisierung betrifft. Da geht es eher um Stimmenfang als um logische Argumente, meiner Meinung nach. Schwierig. Ich glaube, dass sie so wahnsinnig konservativ sind. Weiß ich nicht. Also sie müssen wahrscheinlich einfach mitmachen, aber ich glaube nicht, dass sie grundlegend ihre Meinung ändern. CSU ähnlich und CDU auch nicht. Die würden aus Bayern ein eigenes Land machen, glaube ich, dann, wenn es soweit ist.